Ist es Talaq al-Kinaya oder möglicherweise Talaq un-Sarih, wenn ein Mann den Ehevertrag vor den Augen seiner Frau zerreißt, ohne dabei etwas zu sagen? Das ist nicht. Ich meine, okay, Ehevertrag und dann hat er das zerreißt. Heißt das, dass er Scheidung gemacht hat? Der wird gefragt. Was meinst du damit? War das, weil du den Ehevertrag zerreißt hast, dass du sozusagen die Ehe beendet hast? Wenn er sagt, ja, meine Absicht ist Scheidung, dann Scheidung. Wir haben, barakallahu fikum, bei Scheidung zwei Themen. Pass auf. Wir haben bei Scheidung zwei Themen. Wir haben Scheidung, was klar ist. Der Mann sagt seiner Frau, du bist geschieden. Anti-Taliq. Da kann er nicht sagen, ich bitte, nein, ich meinte nicht so. Und ich weiß. Aber pass auf, wann könnte er sowas zum Beispiel meinen? Ein Mann nimmt seine Frau und der umarmt sie stark. Da sagt sie, tlaqni, 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 tlaqni. Das bedeutet, lass mich frei, lass mich frei. Der sagt, okay, du bist Taliq. Jeder vernünftige Mensch versteht, der meint nicht Scheidung. Jeder vernünftige Mensch. Aber jetzt, deshalb Kontext ist das. Jetzt eine Frau sagt ihm, du bist schlecht und so weiter und so und ich möchte meine Scheidung, pass auf. Der sagt ihr, geh weg. Diese Bewegung, geh weg. Halt. Was meinst du mit geh weg? Der sagt, ich meinte, die ist geschieden. Dann ist es Scheidung. Deshalb, wir haben Talaq, was Munjaz ist. Das ist klar, du bist geschieden. Und Talaq, was zweifelhaft ist, oder mit einer Bedingung ist, oder mit einer Ausnahme ist, oder mit nicht klar ist, da muss man immer den Mann fragen, was seine Absicht war. Geh nach Hause. Das Leben zwischen uns ist beendet. Wir können nicht mehr zusammen. Zusammen können wir nie leben. Ja, was bedeutet, zusammen können wir nicht leben? Geh nach Hause, ich will dich nicht mehr sehen. Da muss man ihn fragen, als du das gesagt hast, war die Absicht Scheidung? Wenn er sagt ja, dann ja. Wenn nicht, dann nicht. Zerreißen, Heiratsvertrag. Oder zum Beispiel, besser, den Ring rausnehmen und wegschmeißen. Heißt das Scheidung? Eigentlich Ring raus und so, das hat keinen Sinn. Aber wenn die Leute meinen, Ring raus und so, das ist Talaq, deshalb wird er gefragt, was meintest du, als du den Ring raus und, obwohl, nicht jetzt schnell fragen, ich weiß, dass wir keine Ringe tragen, Dibla und sowas, das ist Nachmachung von Kuffar, das weiß ich. Aber wir reden allgemein. Wallahu ta'ala ala wa alam.